So, Jungs, ich bin da, ich bin da. Ich heiße Ramut Maleki, ich betreibe Ist Dich Glücklich seit 7 Jahren. Wir haben im Juni 2010 angefangen mit dem Laden. Erstmal auch natürlich mit Suppen und Säfte. Dann irgendwann mal haben wir auch persische Gerichte reingebracht, dass das der Straße ein bisschen bunte Farbe reinbringt. Koreanisch, Persisch und dann natürlich Café Blanc. Ich bin schon seit fast 15, 16 Jahren auf dieser Straße. Ich war beschäftigt 8 Jahre nebenan, Café Blanc. Und dann vorherige Besitzer von dem Laden wollte natürlich aufhören. Haben mich gesagt, okay, dann übernehme ich den Laden, bevor der Laden irgendwann mal einfach zugemacht wird, wie anderen 2 Läden von Stadt Bonn. Der Viertel eigentlich ist eine schöne Ecke, viele Studenten, natürlich sehr bunt, Nationalität, alle Mögliches. Die alle studieren oder zur zeitweise nach Bonn kommen, kommen viele Leute auf diese Uni-Gebäude vorbei. Der Viertel hat sich seit 2010 immer auch hoch gehalten, auch manchmal immer niedrige Sachen gehabt, wie hier leerstandende Gebäude, was von anderen Leuten Ursachen wurden. Das macht schon ein bisschen negative Sachen, aber trotzdem, wir haben so versucht, dass die Straße immer noch eine gute Straße in Bonn bleibt. Ich finde das schön, dass die Menschen sich immer kümmern, dass sie jemand da ist, der sagt, okay, wir möchten das so behalten, nicht, dass man immer in der Stadt was Neues einbetet und dann am Ende sagt man, ach, leider, es hat nicht geklappt. Versuchen wir was Neues. Ich finde es schön, dass jede Stadt auch ein Viertel wie so Altstadt hat oder Studentenecke, dass die Menschen sagen, oh, wenn ich auch nach 50 Jahren hier vorbeikomme, ich sehe die Straße, ich sehe die Läden, die stehen immer noch und der ist immer fröhlich und glücklich, dass die Läden dastehen. Der Fest von Viva Victoria, letztes Mal war ein schönes Fest gewesen. Jeder Laden hat sich natürlich auch ein Konzept gehabt, Bilder, Fotoshooting und Musik an, Musik. Und viele Leute fanden das schön. Es ist auch sehr gut besucht worden an dem Abend. Es ist eigentlich eine schöne Idee, was man machen kann, ein Stadtviertel ein bisschen lebendiger und interessanter zu machen. Die Zukunft von Viertels, es kann schön sein, es kann bitter sein, aber wir denken immer, es wird immer schöner, weil es wird immer einen Studenten geben. Das bedeutet, die Uni Bonn kann nicht von hier ausziehen und wir werden auch nicht von hier ausziehen. Deswegen bleiben wir alle beide in Partei in einer Straße. Ich habe auch viele Leute gesehen, die Kinder gehabt hatten und Kinder sind irgendwann mal groß geworden, aber leider mussten ausziehen von dem Viertel, weil es keine Wohnung mehr irgendwann gab, nicht bezahlbare Wohnung gab. Ich kenne viele paar Leute, die waren so, irgendwann mal ist die Tochter groß geworden, hat selber Kinder bekommen. Ja. Man guckt, schaut sich an, sagt, oh, guck mal, die Zeit läuft schnell, aber man ist irgendwo mal wie ein Hausmeister von dem Viertel. Man schaut sich immer die Sachen an und man sieht auch alles so, wie sagt man, wie so lieben. Manchmal natürlich sage ich, ach komm, ist okay, es reicht dir. Aber irgendwann mal sage ich, was soll ich denn sonst machen? Ich kenne genug Leute, wie so, das ist das Leben. Du musst auch mit den Menschen zusammenarbeiten und zusammen klarkommen. Du kannst nicht alleine nur einfach denken. Mein Wunsch ist, dass ich für immer und ewig hier bleibe. Wenn ich auch irgendwann mal auch meine Tochter auch in die Uni geht und sagt, oh Papa, ich habe eine Arbeitsstelle, kann nebenbei noch was arbeiten, ich freue mich immer. Deswegen ist das mein Wunsch, weil ich auch schon lange auf dieser Straße lebe oder dazu gekommen bin, möchte ich gerne auch gerne hier bleiben. Dankeschön. Bitteschön.